Hallo, ich bin Bastian Knudsen, Gründer und Geschäftsführer von Movinga. Ja, hallo Bastian, herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Danke, Jay. Schön orange ist hier, wie man sieht, das ist die dominierende Farbe. Erklär mal, worum geht es denn bei eurem orangen Unternehmen namens Movinga? Ja, bei uns, bei Movinga geht es darum, dass wir mit Movinga eine vertikal integrierte Plattform gebaut haben, mit der wir die Umzugsdienstleistung ins Internet bringen. Wir haben so ein bisschen gesehen, dass das Thema Umzug eigentlich so das Stressthema Nummer eins bei den Leuten ist. Und was wir machen, ist, dass wir auf der Kundenseite für die Kunden die Dienstleistung deutlich einfacher machen, viel bequemer, zuverlässiger und einfach schneller. Und auf der anderen Seite, auf der Partnerseite, unseren zuverlässigen Partnerunternehmen helfen, eine bessere Auslastung zu schaffen, weniger Leerfahrten zu haben und mit uns zusammen zu wachsen. Jetzt hast du gesagt, ihr macht sozusagen, ihr seid vertikal integriert. Was genau heißt das? Das heißt, dass wir auf Kundenseite dem Kunden wirklich ein End-to-End-Umzugserlebnis bieten. Das heißt, der Kunde geht zu uns, vom ersten Kontakt bis zur Rechnung ist es nur Movinga als einziger Touchpoint. Gut, also auf Kundenseite Vereinfachung, Transparenz sozusagen, subtrahiere ich jetzt mal so ein bisschen, und wahrscheinlich Kalkulationssicherheit. Auf Speditionsseite Leerzeiten, Optimierung und einfach sozusagen Aufträge. Genau, richtig. Was man bei euch liest, ist, dass ihr den Leuten so ein bisschen versprecht oder zumindest in Aussicht stellt, ihr könntet die Kosten für einen Umzug um bis zu 70% senken. Also in Interviews auf eurer Webseite kommt das immer wieder vor. Wenn man sich mit Leuten aus der Branche unterhält, sagen die, 40% zu versprechen wäre schon inseriös. Sowas ist gar nicht möglich, wenn man eine vernünftige Lizenz hat, die du brauchst, um so eine Flotte zu haben. Wenn man wirklich die Vehikel hat, LKWs, nicht nur solche Großraumwagen. Wenn man Versicherung zahlt und wenn man Mindestlohn zahlt. Also, wo kommen solche 70% her, oder ist das nicht eher so ein bisschen so ein patentes Marketingversprechen und die Praxis sieht anders aus? Nee, also es ist ja bis zu 70%, also es ist nicht bei jedem Umzug möglich, aber gerade bei längeren Routen ist es halt möglich. Wenn man sich das anguckt, man kann ja auch den Service an sich noch entbündeln, dass man halt sagt, okay, in München habe ich jetzt einen lokalen Partner, die Movinga-Leute kommen hin, packen die Kartons, demontieren die Möbel, laden den LKW und dann fährt ein einzelner Umzugshelfer hoch nach Hamburg, entlädt den Umzugswagen, montiert die Möbel, packt die Kartons aus und so weiter. Und in Hamburg selbst kommen dann noch Leute dazu, lokale Partner. Und dann am nächsten Tag findet dann halt die Rückfahrt statt. Und wenn man dann sich die einzelnen Cost-Savings, wenn man die dann addiert, dann kommt man auf diese 70%. Wenn man sich halt überlegt, okay, normalerweise wird irgendwie der Umzug München-Hamburg 1.000 Euro kosten und er wird am nächsten Tag zurückfahren. Die Kosten würden trotzdem anfallen für drei Leute, die irgendwie diese 1.000 Kilometer irgendwie zurücklegen. Und man halt auf beiden Strecken signifikante Kosten rausnimmt, dann kommt man an diese 70%, die wirklich dadurch möglich sind, dadurch, dass man halt wirklich signifikante Kosten durch Leerfahrten rausnimmt und durch einen Personalaufwand, den man reduzieren kann, wenn man halt die Leute, den Service zum großen Teil entbündelt. Wie hoch ist denn sozusagen der Unterschied, wenn ihr einen Umzugspreis sozusagen kalkuliert und wenn jetzt jemand eine Spedition dahin gehen würde? Das hängt natürlich vom Umzug ab. Also es gibt Riesenunterschiede. Hängt davon ab, wie lang der Umzug ist, wie groß die Wohnung ist, welche Etage das ist, ob es einen geeigneten Aufzug gibt und verschiedenste andere Themen. Vater, Mutter, Kind. Drei Personen, drei Zimmerwohnungen, bauen sich ein Haus, ziehen dahin um. So, wie teuer würdest du schätzen, jetzt mal so, wie teuer ist typischerweise so ein Umzug? Sagst du jetzt innerstädtisch oder drei Personen, drei Sag mal, Berlin-Zentrum nach Berlin-Rand. Okay. Drei Personen. Drei Personen würde ich schätzen, 600, 700 Euro innerhalb von Berlin. Okay, was würde mir jetzt ein Spediteur dafür berechnen? Und es gibt, glaube ich, im Umzugsgewerbe einen riesen Price-Spread. Was wir da gesehen haben, ist, dass der durchschnittliche Unterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Angebot, was du bekommst, ungefähr 4,5x ist. Das heißt, du kannst für deinen Umzug entweder 1.000 Euro zahlen oder 4.500 Euro für den gleichen Service. Also es zeigt, es ist eine extrem hohe Intransparenz da. Wie viel Gebühr erhebt ihr eigentlich? Bei uns ist es nicht so, dass es eine feste Gebühr ist, sondern das, was wir an dem Umzug verdienen oder auch nicht verdienen, hängt da auch wieder ab, welche Distanz es ist. Was ja Sinn macht, ist, glaube ich, je länger die Distanz ist, desto höher ist unser Effizienzgewinn.
Und desto mehr Umzüge wir durchführen, desto mehr Netzwerkeffekte haben wir und desto auf mehr, auf desto mehr Routen können wir die Leerfahrten rausnehmen und die Kapazitäten optimieren. Das heißt, es variiert mit der Anzahl an Aufträgen in einer bestimmten Region und den wie diese einzelnen Aufträge strukturiert sind, was es für Distanzen sind, was für Wohnungsgrößen sind und so weiter. Wie viele Umzüge setzt ihr, sagen wir mal, in Deutschland beschränkt im Monat eigentlich um? Mehrere tausend. Können 5.000 sein, können 2.000 sein? Richtig, also konkreter kann ich da leider nicht sein. Hm. Umsatz? Ähnlich. Also, Tausender Bereich Umsatz. Ja. Kannst du ein bisschen nachvollziehen können, dass ich da keine konkreten Zahlen sagen kann. Jetzt hast du gesagt, deine Gebühren variieren nach Distanz und anderen Faktoren. Was ist denn das Minimum an Gebühr, mit dem man rechnen muss als Spedition, wenn man sich bei euch sozusagen registriert? Auch da, es gibt keine feste Gebührenstruktur und das hängt davon ab, wie der Umzug einfach aussieht. So, jetzt will ich aber trotzdem von dir mal eine Zahl hören. Sagen wir mal, eine dreiköpfige Familie zieht von Mitte, Kern sozusagen Berlin, in den Rand. Drei Zimmer, baut sich ein Häuschen. Mhm. 600 Euro kostet so ein Umzug. Wie viel Geld kriegt ihr davon? Auch da hängt es wieder davon ab, was wir gerade für Kapazitäten haben, wie wir ausgelastet sind, wie unsere Partner ausgelastet sind. Wenn ihr trotzdem eine Zahl habt, was verdient Movinga an einem dreiköpfigen, also sozusagen Nebensaison, drei Personen ziehen von Kern nach Rand? Grob, eine Dimension. Ja, es kann ich dir jetzt keine konkrete Zahl sagen. Das kannst du nicht oder willst du nicht? Will ich nicht. Was ich mich so ein bisschen frage, du bist 22? 23. 23, okay. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die eine Spedition führen, die das vielleicht in zweiter, dritter Generation von Papa oder Opa übernommen haben, ihr Leben lang hart arbeiten, wirklich gucken müssen, wie sie auf ihre Kohlen kommen. Und du bist 23, hast irgendwie wie viele Mitarbeiter? 370 gerade. 370 und ihr seid irgendwie nach meinen Recherchen mit 90 Millionen Euro bewertet. Wie machst du jemandem, der sich sozusagen das Kreuz krumm macht, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wie erklärst du dem, wo kommt so eine Wertentwicklung in so kurzer Zeit eigentlich her? Ich glaube, wenn man da mit den Partnern, mit denen wir eng zusammenarbeitet, spricht, dann ist das relativ, für die ist es relativ plausibel. Die sehen halt wirklich so ein bisschen, okay, also wir sind wirklich Anrufe, die hier reinkommen und wo dann Leute anrufen und sagen, okay, geht das jetzt so weiter? Ich habe jetzt irgendwie meine Fleet Size verdreifacht, seitdem wir zusammenarbeiten. Ich möchte, dass es so weitergeht, könnt ihr mir noch mehr Aufträge geben. Ich wachse total schnell, ihr lastet mich viel, viel besser aus. Ich hatte vorher irgendwie einen Downtime von irgendwie 40% und die reduziert ihr, macht mich profitabler und größer. Der kann das gut nachvollziehen. Lass dir mal diese Zahl auf die Zunge zergehen. Wenn mein Vater sagen würde, er macht eine Firma auf und die ist nach zwei Jahren 90 Millionen Euro, 90 Millionen mal so zum Festschreiben, das ist schon ein bisschen gaga, muss man mal sagen, oder? Also ich glaube halt, wenn man sich wirklich anguckt, was das Ganze für ein Potenzial hat und wo das Ganze hinführen kann, und ich meine, man kann sich andere Branchen angucken, wo irgendwie große Player irgendwie Ineffizienzen rausgenommen haben. Wenn du ein Hotel buchst, gehst du ja auch direkt zu Booking.com, was eine sehr, sehr kleinteilige, sehr, sehr offline-dominierte, fragmentierte Industrie irgendwie deutlich vereinfacht hat. Und da zweifelt ja auch nicht wirklich jemand an dem Wert. Und wenn man sich dann anguckt, glaube ich, aus Investorenseite, das Feld extrem schnell wachsen, dass wir halt irgendwie auf was die Technologie angeht, schon auf einem sehr fortgeschrittenen Level sind, dann ist das, glaube ich, ist das, denke ich, besser nachvollziehbar. Also nach meinen Recherchen wärst du jetzt, wenn ich mir dein Anteilspaket angucke und diese Bewertung, alleine du als 23-jähriger junger Mensch, irgendwie 19 Millionen Euro schwer. Ja, das ist jetzt natürlich ein Papierwert. Machen wir uns nichts vor, das kriegst du so vielleicht wahrscheinlich nicht erlöst. Dann hast du da noch sozusagen Liquidationspräferenzen von Investoren drin. Aber was macht das mit so einem jungen Menschen, wenn er auf einmal potenziell so wohlhabend ist oder zumindest auch so eine Verantwortung trägt? Also mir, und das Gleiche gilt da für Chris als mein Mitgründer, für uns ist das halt einfach extrem spannend, weil wir halt sehen, dass wir wirklich was bewegen können, dass wir was wirklich Großes schaffen können und irgendwie einen Markt nachhaltig irgendwie besser machen können, indem wir halt wirklich Leerzeiten rausnehmen, indem wir Ineffizienzen eliminieren und indem wir halt wirklich dem Kunden, für den irgendwie... Das ist dein Mantra, das ist dein Berufsmantra. Ja. Jetzt mal mit dir persönlich. 19 Millionen Euro, mal ganz ehrlich, du bist frisch von der Uni. Es gibt Leute, die arbeiten, könnten drei Leben lang arbeiten, verdienen nicht so viel Geld. Das muss doch was mit dir machen. Also ich glaube, ich habe gar nicht so... fairerweise gar nicht so viel Zeit, da irgendwie groß irgendwie drüber nachzudenken, weil es gibt hier immer relativ viel zu tun und da stürze ich mich da drauf, hier irgendwie noch das Ganze viel, viel größer zu machen.
du bist noch ein sehr, sehr junger Mensch, der ein großes Unternehmen leitet, viel Geld aufgenommen hat. Wie hast du das eigentlich gelernt? Also es sagt einem ja keiner an der Uni, wie man es schafft, irgendwie von einem großen englischen Investor 25 Millionen Euro aufs Konto überwiesen zu bekommen. Ja, ich glaube, da kann man nicht wirklich durch eine Schule gehen. Ich glaube, wir haben halt einfach gesehen, dass es irgendwie ein Problem gibt, dass es irgendwie einen Markt gibt, wo irgendwie was verbessert werden kann, wo irgendwie Potenzial da ist. Und dann waren wir halt wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, waren da, glaube ich, ziemlich schnell in allem, was wir gemacht haben, haben hart gearbeitet, haben ein extrem gutes Team, glaube ich, in kurzer Zeit zusammengestellt. Und ich glaube, all das sind halt Punkte, die dann irgendwie potenzielle Investoren überzeugt haben. Gut, Bastian, ganz herzlichen Dank. Super spannend natürlich, junge Menschen, viel Verantwortung, große Mission. Ich drücke dir die Daumen. Danke für das Gespräch. Und gerne. Ober und out. Sehr cool. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke dir. Danke.